Din, 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 din. Ich hab so Lust. Din, 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 din. So. Im Gegensatz zur, beziehungsweise seit der letzten Runde habe ich mal eine halbe Stunde außerhalb der Folgen mein Zeug nur ein bisschen sortiert. Weil ich habe jetzt mal alle Truhen so ein bisschen aufgeteilt, weil das hat ewig gedauert und wenn ich nebenher ratschen muss, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ich bin nicht multitaskingfähig. Jetzt habe ich halt alles mal ein bisschen sortiert. Hier Waffen und Rüstungen und Accessoires und irgendwelche, keine Ahnung, wichtigen Sachen und eine leere Truhe noch und was mit Eternia zu tun hat, solche Sachen halt. Auf jeden Fall, ich habe hier nur kurz sortiert. So. Was ich jetzt mal machen wollen würde, ist vielleicht runterzugehen in die Hölle und probieren, Höllstein zu kriegen. Aber ich will auch hier das Dach bald mal fertig bauen. Weil das Dach ist, finde ich, rein vom Ansatz her, gefällt mir das schon. Ich will noch eine andere Reihe machen. Das heißt, ich werde sowieso da unten die Häuser dann alle mal wegmachen müssen. Aber ich will noch eine andere Reihe machen. Eventuell versetze ich das Dach auch noch um eins nach unten, weil das mittlere Dach muss schon am höchsten sein. Aber wisst ihr, was ich glaube, ich mache? Ich glaube, ich gehe runter und loote nochmal. Und dann kümmere ich mich ums Dach. Und dann kann ich das ganze andere Zeug mal probieren. Zum Beispiel die Bienenkönigin. Plopp! Mein Flinks will ich auch haben. Zum Beispiel die Bienenkönigin und mir einfach mal die ganzen Bosse angucken, die es hier noch gibt. Aber ich gehe jetzt erst einmal runter looten. Ich will einfach mal wieder runter und will looten gehen. Blub, blub, blub. Piu, 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 piu. Einfach mal runter looten, weil jetzt mit diesem Weltraumblaster müsste ich mich eventuell da unten auch wehren können. Gegen diese ganzen fliegenden Dämonen. Das war ja beim ersten Mal jetzt nicht so leicht. Weil die doch mich ganz schön vermöbelt haben. Aber jetzt mit dem Blaster sollte das klappen. Ich muss gleich mal schauen, ob ich nicht vielleicht einen anderen Weg nach unten gehe. Weil sonst muss ich mich wahrscheinlich wieder an diesen blöden Spinnenweben da vorbeibauen. Es gibt hier rechts von mir anscheinend auch... Ich geh mal noch ein Stückchen weiter. Weil hier geht's anscheinend auch runter. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was das hier für ein Weg war. Autsch. Hier zum Beispiel geht's gar... Ja, okay, das führt direkt zum selben Weg. Ja, hier geht's... Okay, das führt nicht weiter. Okay, egal. Egal, egal, egal. Dann gehen wir halt den normalen Weg da oben. Geh weg da! Piu, piu, piu. Muss mal gucken. Also die ist schon ziemlich gut, die Knarre. Ich meine, die hat jetzt schon überlegen. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich noch besser gehen kann. Ich glaube nicht, dass ich so viel Geld ausgeben werde, um zu probieren, das Ding zu verbessern. Weil ich habe jetzt bei meinen anderen Sachen... Ich habe so viel Geld ausgegeben, zu probieren, diese Sachen mit neuen Stats zu rerollen sozusagen. Und ich habe da so viel Geld ausgegeben. Übertrieben gesagt, zum Fenster rausgeworfen und es hat sich einfach überhaupt nicht gelohnt. Also, bei einigen Sachen schon, aber bei den meisten irgendwie nicht. Ich guck mal, dass ich, ist linksrum der normale Weg oder ist es... Ich glaube, das ist egal. Links und rechts geht, glaube ich, zum selben. Weil ich mehrere Wege runter habe und mir eigentlich mal überlegt habe, dass ich vielleicht mal mir einen anderen Weg bauen sollte. Nach unten, weil wenn ich immer denselben Weg gehe, dann, naja. Wenn ich immer denselben Weg runter gehe, dann muss ich immer wieder durch diese blöden Spinnenweben durch. Aber egal, wir gehen jetzt mal runter. Autsch, 85 Fallschaden. Nach links zum Beispiel bin ich hier anscheinend auch noch nicht gefahren, wenn ich die Minikarte so anschaue. Aber ich halte... Moment, hier geht's ja gar nicht weiter. Moment mal. Ach ja, rechts von mir sind die Spinnenweben. Ja, oh nee, das sind auch schon die... Okay, egal, komm, da baue ich mich jetzt durch. Aber egal, wo ich hingehe, ich muss immer an diesen blöden Spinnen vorbei. Ich hoffe wirklich, ich kann mir aus diesem Höllenstein... Jawohl, und da ist eine Truhe. Piu, 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 piu. Ich hoffe wirklich, ich kann mir aus diesem Höllenstein... Piu, 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 piu. Ich hoffe echt, ich kann mir aus diesem Höllenstein eine Rüstung machen. Weil die Rüstung, die ich jetzt habe, ist in Ordnung. Aber ich habe echt das Gefühl, ich kriege noch ganz schön viel Schaden.
von den Bossen hier teilweise. Ich will hier erstmal überall Licht hinmachen. Dass ich vor einer eventuellen Gefahr früh gewarnt werde. Aber das ist genau der Weg, der dann zu meinem alten Weg wieder zurückführt. Also das passt eigentlich super. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich das Ding drücke, ob das Ding nicht in die Luft geht. Okay, Schneesturm mit Flasche gepanzert. Das brauche ich momentan nicht. Aber plus 3 Abwehr ist eigentlich cool. Weil Abwehr ist genau das, was ich jetzt momentan eigentlich haben will. Weil ich habe echt noch das Gefühl, ich kriege ziemlich viel Schaden rein. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich mich noch nicht so sehr um das ganze Alchemiezeug gekümmert habe. Es gibt mit Sicherheit noch ganz gute Tränke, die mir gegen die Bosse helfen können. Und das habe ich mir halt einfach alles noch nicht angeschaut. Ja, das hat halt keinen Rückstoß. Die Waffe. Oh, sehr schön, Spiegelei. Das ist zwar nur mittlere Verbesserung aller Werte, aber es ist besser als gar keine Verbesserung von Werten. Ja, kann ich da mal durch? Jetzt. Okay, jetzt bin ich... Okay, alles klar, alles klar. Auf Achtung. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt halte ich mich mal weiterhin an den Weg, weil ich will mir jetzt keine neuen Wege suchen, auch wenn ich das eigentlich mal machen wollen würde. Oder mal machen wollte, aber nee. Moment mal, ich könnte noch Wasser mit runternehmen, oder? Ich könnte noch ein bisschen Obsidian mit abbauen. Ich glaube, das mache ich mal. Ist das da oben Wasser? Ich nehme mal ein bisschen Obsidian mit, weil wenn ich wirklich jetzt in der... Wenn ich jetzt wirklich in der Hölle Höllenstein finde, dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Obsidian brauchen. Das hier ist jetzt nicht wirklich viel. Ist hier noch irgendwo eine Wasserquelle? Ja gut, da oben ist ein ganz klein bisschen was, aber das lohnt sich ja überhaupt nicht. Kannst aber trotzdem mal abfließen lassen. Ich schau mal, dass ich das Wasser einfach mal runterfließen lasse, weil irgendwo da unten ist schon irgendwo Lava. Und wer weiß, ich will jetzt da nicht hochgehen und dann fällt mir im Nachhinein auf, dass mir Obsidian fehlt. Dann muss ich wieder 3 Kilometer runterlatschen. Weil wenn wirklich in der Hölle das ganze Zeug, was ich da gesehen habe, Höllstein ist, dann kriege ich da schon ein bisschen was mit. Ich glaube nämlich, ich habe das mal verwechselt. Weil dieser Meteorit, den ich ja mal gefunden hatte, der hatte irgendwie dasselbe Aussehen, also so vom Aussehen der Blöcke, wie das Höllstein, was ich unten in der Hölle gefunden habe. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht mal gesagt habe, okay, der Meteorit wird ja vielleicht nur einmal oder so rein crashen und dann habe ich vielleicht nur eine begrenzte Anzahl an Meteoritensplittern, die ich da abbauen kann. Aber ich habe dann, glaube ich, danach mal gesagt, Moment, es ist dann doch kein Problem, weil anscheinend gibt es in der Hölle jede Menge Meteorit. Aber ich glaube, das ist was anderes, weil wo soll ich sonst Höllstein herkriegen? Am Anfang habe ich gedacht, das ist dasselbe, aber wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mal, das wird was anderes sein. Ich will jetzt eigentlich gar nicht allzu viel Obsidian mitnehmen, nur ein bisschen was. Weil ein bisschen was habe ich oben. Der eine sieht jetzt blöd aus, der muss noch weg. Aber ich weiß halt nicht, woher die nächste Wasserquelle ist. Wenn das hier im Eis... Ich schaue nochmal, ob ich noch einen großen Eissee oder sowas finde. Und das nehme ich dann noch kurz mit als Wasser, aber dann gehe ich runter in die Hölle. Ist hier noch irgendwo offensichtlich Wasser irgendwo? Ich schaue mal schnell hier nach oben. Wenn ich ganz viel Glück habe, ist hier vielleicht schnell irgendwo Wasser, aber es sieht momentan nicht danach aus. Nee, komm, egal. Ja, wir gehen runter, das Obsidian wird schon reichen. Hoffe ich mal. Jetzt habe ich nochmal 25, das wird schon reichen. Ansonsten muss ich halt nochmal runter und muss das mit dem Wasser mal ordentlich angehen. Ah, Moment, da unten ist noch Wasser. Ah, das war wahrscheinlich das, was ich gerade eben habe runterfließen lassen, eventuell. Ja, komm, das ist noch schnelles Obsidian, das nehme ich auch noch mit. Okay, so.
Jetzt habe ich 41 Obsidian. Ein bisschen was habe ich noch oben. Das sollte dann schon für die ersten Barren hoffentlich reichen. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das da unten wirklich Höllstein ist. Obwohl ich jetzt mal stark davon ausgehe. Ich meine, wir sind in der Hölle. Und da gibt's was zum Abbauen. Was wird das wohl sein? Ach, da unten ist noch Wasser. Schau. Das kann ich hier mal abfließen lassen. Das ist jetzt nicht viel, aber ein, zwei Obsidian-Sachen können da noch rauskommen. Ah, hier ist sogar noch mehr Wasser. Okay, aber hier ist leider nichts in der Nähe. Nee, das baue ich da jetzt. Nee, das mache ich jetzt nicht. Piu, 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 diese Knarre. Ich meine, sie macht vielleicht jetzt nicht so viel Schaden, aber... Ich glaube, die wird mir gefallen. Okay. Bitte nicht den Lava baden. Ich habe gesagt, nicht den Lava baden. Er hört mir anscheinend nicht zu. Aber rechts von mir, das da unten auf der Minikarte, sieht irgendwie aus wie Wasser, gell? Aber das ist nur dieser lila Hintergrund. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich das überhaupt abbauen? Okay, ich kann das nur abreißen, aber nicht mitnehmen. Okay, hier wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hin. Also ich will wirklich runter jetzt in die Hölle. Piu, 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 piu. Achtung, der schmeißt mich gleich in die Lava runter. Okay, so. So, das ist genau der Weg. Genau, das ist jetzt nämlich dieser Pilzbereich, an den erinnere ich mich noch. Und irgendwo da oben noch eine Fackel hin. So, mit vollen HP runter, los geht's. Das sieht so schön aus, das Gebiet. Ich würde mir am liebsten hier so eine Art Zwischenbasis einrichten, dass ich hier ein Portal mache, womit ich dann nach oben komme. Aber man konnte sich aus den Rückruftränken Portale machen. Ich weiß aber, das klingt aber sehr stark nach nur einmal hin und einmal zurück. Wobei, hätte ich so einen Trank dabei, könnte ich jetzt hier so ein Portal aufstellen. Oder da kommt die Nymphe. Stirb, stirb, stirb! Die ist stark. Stirb! Hätte ich jetzt so ein Portal, so ein Trank dabei, könnte ich zumindest, wenn ich unten in der Hölle fertig bin, ein Portal machen und dann hoch und dann direkt wieder runtergehen. Also ich glaube, ich sollte mir die Tränke doch mal mitnehmen. Vielleicht. Nimm mal ein paar noch von den Pilzen mit. Sorry, aber ihr macht zu wenig Schaden. Vergesst es. Ein bisschen Geld schadet nicht. Immer mal her mit dem ganzen Geld, weil das schadet überhaupt nicht. Dieser NPC, dieser Goblin da, der mich meine Werte da rerollen lässt, der ist ganz schön teuer. Oh, Moment, da unten glitzert noch was. Knapp. Der ist nämlich echt ganz schön teuer. Die Salamander haben, glaube ich, Fernkampf. Oh, Kartoffelchips, so nie gesehen. Geringe Verbesserung. Wetten, du kannst nicht nur einen essen? Das kann ich nicht, nein. Wenn ich mal angefangen habe, dann esse ich auch. Und zwar die ganze Tüte. Okay, jetzt, wo ich in die Hölle runtergehe, könnte ich eigentlich genau das mal benutzen. Ah, geringe Verbesserung aller Werte. Und ich könnte mal anfangen, Sachen wegzuschmeißen, dass ich auch wirklich da unten genug Platz habe. So. Da sind wir wieder zurück in der Hölle. Jetzt will ich sehen, was es da für Materialien gibt. Achtung, nicht zu tief fallen. Oh, hier ist noch Marmor. Oh. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für Marmor. Ich habe jetzt schon das Buff-Food da gegessen. Da sind wir wieder. Zurück in der Hölle, alles klar. Ich muss so schnell wie möglich nach unten, um zu gucken, was das hier für ein Gestein ist. Das da. Höllenstein, alles klar. Okay, weil das sah nämlich ähnlich aus wie Meteorit.
Deswegen war ich mir echt nicht sicher, was das hier ist. Aber jetzt habe ich Fernkampfwaffen, ihr Mistviecher. Jetzt habe ich Fernkampfwaffen. Hoffentlich droppen die auch mal irgendwas Interessantes. Kriege ich die Reihe auch noch? Ja, der lootet. Das ist zu weit weg. Da liegt jetzt dreimal Höllenstein. Das lootet der nicht. Boah, ich brauche aber mehr von diesem Gestein. Das lootet er. Vergiss es. Dämon, mittlerweile kann ich mich wehren. Mittlerweile kann... Okay, da liegt drei Höllensteine. Aber wie komme ich da dran? Hash hit. Also so auf jeden Fall schon mal nicht. Da komme ich nicht dran. Lass das bloß, der hat mich letztes Mal schon gekillt. Das ist jetzt aber... Oh Gott, ist das gefährlich. Kann der eigentlich... Was, der kann durch Wände durchschießen? Das ist ja voll unfair. Ich hoffe, diese Kartoffelchips erhöht auch meine Lebensregeneration. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Oh, Moment, da kriege ich ja Schaden von. Oh, shit. Moment, ich kriege Schaden, wenn ich... Das ist genau wie bei dem Meteor. Oh, nein, ich hätte mir so ein Obsidian-Ding bauen sollen. Ich hätte mir so ein Obsidian-Ding bauen sollen. Der den Schaden von heißen Blöcken wegmacht. Ich will da rein, da fühle ich mich irgendwie sicherer. Okay, Heiltränke. Achtung! Immer wenn ich aus Versehen doppelt drücke, dann dash ich so nach vorne wegen dem Schild. So froh da. Oh, was? Die droppen auch Lava, wenn ich die kill? Oh nein! Wie komme ich denn jetzt da unten durch? Okay, da muss ich mich durch die. Oh, da ist schon wieder so ein Schleim. Okay, wenn ich den jetzt kill, macht der wieder... Okay, das läuft aber noch unten durch. Oh Mann, ist das ein gefährliches Gebiet hier. Silbermünzen? Ja, da gehe ich nicht rein, ist mir zu gefährlich. Die Tür mache ich nicht auf. Wobei, ich könnte die Türen mitnehmen, weil die schön sind. Komm, die nehmen wir mal mit. Geh weg, Lava, Lava, Lava. Okay, jetzt kann es nämlich schön abfließen. Oh nein, das wirst du nicht tun. So, die Türen nehme ich mal schön mit. Ihr kommt hier nicht rein. So, ich setze da mal normale Sachen hin. Eigentlich könnte ich das Ding abbauen, weil das ist ein echt schönes Das ist ein echt schöner Baustoff. Wisst ihr was? Ich nehme davon mal ein bisschen was mit. Da spare ich mir bestimmt eine ganze Menge Obsidian, wenn ich das hier einfach mitnehme. Ich finde das nämlich echt schön. Wobei ich sollte, anstatt dass ich mich hier um irgendwelche schönen Sachen kümmere, sollte ich eventuell lieber mal gucken, dass ich Höllenstein mitnehme. Weil wenn die Viecher mich jetzt dann doch irgendwann kriegen... Was ist denn mit meiner HP-Regeneration? Ich wollte schon sagen. Weil wenn die Viecher mich dann doch irgendwann kriegen, dann liege ich hier erstmal tot in der Gegend rum. Also ich glaube, ich muss diesen Cthulhu-Schuld mal ausziehen. Weil ich tap häufig so zweimal gleichzeitig auf eine Taste und dann dash ich immer in irgendeine Richtung, obwohl ich das gar nicht will. Ja, weil das will ich mal schön alles mitnehmen. Da spare ich mir bestimmt eine ganze Menge Sachen. 60 sind jetzt, naja, Obsidian-Laternen. Ich sollte mir sowas von dringend schnell noch Höllenstein mitnehmen, solange ich noch am Leben bin. So, jetzt wo die Wände weg sind, sieht es aus wie so ein Balkon. Das soll zumindest noch einigermaßen natürlich aussehen.
So, jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Zeug. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Ich muss hier auf. Hier ist bestimmt irgendwo. Was ist denn das? Obsidian. Oh nein, da ist ein Leck drin. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ich will das Ding abbauen. Kann ich das stopfen? Ah, nee, das kann ich auch nicht stopfen. Ah, doch, kann ich. Aber jetzt fließt die Lava trotzdem nicht ab. Was macht denn mein Flinks da oben? Shit, wie komme ich denn jetzt da runter? Jawoll, Obsidian-Bücherschrank. Okay. Cool, cool, cool. Obsidian-Bücherschrank, alles klar. So. Das wäre das. Jetzt. Ich brauche auf jeden Fall mehr Höllenstein. Aber egal, wo ich da runterfliege, das ist alles tot. Wenn ich jetzt links runterspringe, habe ich nur einen kleinen Punkt, um dazwischen zu landen. Und dann kommt genau so ein Feuerkobold. Und dann lande ich nämlich schon in meinem Tod. Ja, Asche, nehmen wir das mal alles mit. Hoffentlich ist es nicht wie bei der Bienenwabe und da kommt dann auf einmal Lava raus, wenn ich das Höllenstein abarbeite. Was? Da kommt tatsächlich Lava raus! Oh Mann! Okay, Höllenstein, Höllenstein, Höllenstein. Wie viel habe ich denn jetzt? 24 Höllenstein, das geht aber besser. Ist aber auch so schwer abzubauen, dieses Zeug. Oh nee, okay, in die... Oh shit, in die Richtung zu fliegen ist keine gute Idee. Ich könnte mich da oben an der Wand... Moment, ich glaube, ich habe da oben Wand gesehen. An der könnte ich mich eventuell mit dem Enterhaken entlanghangeln. Aber die linke Seite sieht schlecht aus. Die linke Seite sieht ganz schlecht aus. Oh nein! Oh Mann, das war schon wieder diese, Cthulhu-Schild. Weil ich bin einfach in eine Richtung gedasht und dann... Ach, das war schon wieder diese Cthulhu-Schild. Oh oh. Okay, jetzt muss ich hier mal schnell auf den Heiltrank warten. Kleinere Verbesserung bei allen Werten und erhöhte Lebens... Okay, also alle Stärkungsdinger geben auch erhöhte HP-Regeneration. Den will ich aber ganz gerne töten, weil der hat nämlich ein bisschen... Der hat nämlich ein paar Münzen dabei. Den würde ich eigentlich ganz gerne... Den kriege ich aber auch. Ja, der Flinks kümmert sich sowieso schon um den. Dass die auch alles... Okay, jetzt haben die... Jetzt hat der mein Geld mit nach unten mit weggeschwemmt. Tja, da ist aber noch Höllenstein. Ich brauche unbedingt mehr von diesem Zeug. Was macht denn mein Flinks da? Ich habe keine Ahnung, was Höllenstein mir bringt. Und was man daraus machen kann, aber ich will mehr davon haben. Ja, komm her, komm her, komm her! Okay. Ich sollte vielleicht mal mit diesen Ascheblöcken könnte ich... Moment, wo sind denn die Ascheblöcke? Was mache ich denn überhaupt mit diesen Dreckblöcken da? Das hier sieht doch mal nach einer guten Idee aus. Ich muss die Hölle unbedingt sicherer machen. Oh, okay, so. Das ist mal sicherer, so. Das heißt, ich brauche mal mehr Asche. Um hier mal ein bisschen Umarbeitung leisten zu können. Hier ein bisschen Umarbeitungsarbeit. Hier mal ein bisschen runtergraben. So, Asche, 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 so. Ah, das fühlt sich gleich so viel sicherer an. Ich will das halt immer nicht machen, weil das dann so ein bisschen unnatürlich aussieht. Aber ganz ehrlich, der Zweck heiligt die Mittel. Das hier ist mir eindeutig zu gefährlich. Ich könnte mal probieren, da unten an das Höllengestein ranzukommen.
Mist, das Höllen. Aber Moment mal, wenn ich das jetzt aufmache. Ah, die Lava kommt da nicht raus. Okay. So, wie mache ich das jetzt am besten? Nein, geh weg! Dass der durch Blöcke durchschießen kann, ist ganz schön blöd. Da muss aber auch überall Lava rauskommen. Das ist so gefährlich. Oh Mann, ey. Ich sehe mich so in Lava baden. Jetzt haben wir mittlerweile 39 Höllensteine. Das ist jetzt nicht besonders viel. Okay, die Reihe kann ich noch abarbeiten, aber weiter runter komme ich jetzt erstmal nicht. Okay, sehr schön. Jetzt ist auch der Fluss mal unterbrochen. Okay, die Hölle wird sicherer. Oh nein! Da spawnt einfach direkt Lava auf mir drauf. Mein Heiltrank. Okay, das hier ist ja wohl absolut unsicher. Was soll das denn hier? Wie sie mich auch alle in die Lava reinschmeißen wollen. Ja, der ist leck. Oh, shit. Moment. Okay, das hat mir gar kein. Okay, das macht mir keinen Schaden. Oh, okay, Höllenstein, her damit. Aber es geht. Also ich kann mich in der Unterwelt. Finde ich mich jetzt schon. Also es läuft auf jeden Fall um einiges besser als das letzte Mal. Es war wahrscheinlich eine ganz gute Sache, dass ich den. Dass ich die Stärkung hier gefunden habe. Mit erhöhter HP-Regeneration. Ah, diese Pistole! Okay. Es läuft gut. Ich bin echt zufrieden. Okay, jetzt kann ich mich hier langsam aber sicher nach unten arbeiten. Und die Reihe an Höllenstein auch noch mitnehmen. So. Und hier die Reihe kann ich auch noch mitnehmen. Es läuft richtig gut. Ich bin richtig zufrieden. Oh nein, du warst nur ein Ambiente-Tier. Tut mir leid. Oh nein, das war irgend so eine Unterwelt-Schmetterling, Höllenschmetterlings-Fledermaus. Und ich habe dich einfach umgebracht. Das tut mir leid. Aber du verstehst mich. Hier unten muss man davon ausgehen, dass einen alles und jeder töten will. Ja, sehr schön. Okay, daneben dran ist noch. Hoffentlich ist hier nochmal eine Truhe. Ich hätte hier gerne mal Loot. Da gib mir mal noch mehr Asche. Ah, was? Als ob! Die Lava hier, die lasse ich lieber mal abfließen, anstatt die zuzubauen. Oh, geh doch weg! Lass ich mal nach hier abfließen. Heiltränke. Wir haben die Leute übrigens schon ein paar Mal gesagt, es gibt irgendwelche Shortcuts für Heiltränke. Aber in Gothic, das ist ein Spiel, das ich normalerweise spiele, gibt es auch Shortcuts für Heiltränke, aber die habe ich nie benutzt. Ich bin dann immer ganz oldschool-mäßig ins Inventar reingegangen und habe den Heiltrank aus dem Inventar rausgeklickt. Oh nein, ich tue schon wieder! Wie viel Schaden der einfach macht! Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Ich hoffe mal sehr stark, dass mein Cooldown gleich vorbei ist. Für Heiltränke, sonst sieht es jetzt übel aus. Ich sollte mich wegteleportieren. Oder schnell da reingehen. Ich muss mal auf den Heiltrank warten. 6, 5, 4. Schnell, der Cooldown muss weg. Heiltrank. 1, 0, jetzt. So, nimm das mal alles mit.
Okay, der kommt hier nicht rein. Der fängt auch nicht das Schießen an, wenn er mich nicht sieht. Also nur wenn der Sichtkontakt hat, fängt der an mit seinen... Mit seinen komischen lila Ringen da rumzuballern. Jetzt zum Beispiel hat er mich fast gesehen. Jetzt durch die Klappe durch. Die sollen mal irgendwas droppen, diese Dämonen. Oh, was ist denn das? Höllenfeuerpfeil. Was ist denn das? Höllenschmiede. Kann platziert werden, Material. Wahrscheinlich brauche ich die Höllenschmiede, um Höllensteinbarren herzustellen. Jawoll. Fließendes Magma. Ja, schönes Foto, nehme ich mit. Meine NPCs werden sich freuen, wenn ich für die mal anfange, eine wirklich schöne Gegend dazu bauen. Okay, was haben wir hier denn noch so? Diese ganzen Wände kann ich ruhig... Obsidianstuhl. Diese ganzen Wände kann ich ruhig alle abbauen, weil die brauche ich sowieso. Oh, was ist das denn für ein Ding? Alter Schwede, Knochenschlange. Boah. Mann. So völlig aus dem Nichts auf einmal so eine Knochenschlange. Okay. Okay, kann ich das hier irgendwie stopfen? Was ist denn das für ein Sound? Was ist denn das für ein Sound? Irgendwo links von mir? Ach, das ist der Dämon, der die ganze Zeit verprügelt worden ist von meinem Flüngs. Ich dachte schon, was kommt denn hier alles für neue Viecher? Da liegt aber eine ganze Menge Geld, das hätte ich ganz gern. 33 Silber. Naja, eine ganze Menge war das jetzt nicht, aber... ist besser als nix. Okay, so, das sieht hier ziemlich gefährlich aus. Das sieht richtig gefährlich aus. Kann ich das nicht irgendwie absperren? Okay, doch kann ich. Okay, da unten ist so... Mein Gott, hier ist ja alles voller Lava. Ich hätte gerne gesehen, was dieser Knochending da gedroppt hat, aber... ja, das mit dem, das werde ich wahrscheinlich nicht rausfinden. Der ist irgendwo, keine Ahnung wo, gestorben, da werde ich nicht drankommen. Okay, egal. Wir sind ja noch nicht fertig. Noch ist im Inventar ein bisschen Platz und das machen wir auch noch mit irgendwelchem Zeug voll. Ich habe volle HP, also weiter geht's. Die Ziegel kann ich schön mitnehmen. Nun, ich will auf jeden Fall noch mehr Höllenstein. Ich will auf jeden Fall noch mehr Höllenstein. Hier mal schnell nur ausleuchten. Okay, da ist die... Enterhaken sei Dank, sonst wäre ich jetzt in Lava gefallen. Schönes Foto, Feuersee, schön. Ah, hier nehme ich mir wieder ein bisschen was mit. Geh mal da weg. Da kann ich gleich für irgendjemanden einen eigenen Raum rausmachen. Vielleicht mache ich für meinen Schmied aus diesem ganzen Obsidian-Zeug einen eigenen Raum. Ich meine, für einen Schmied wird so ein Steinhintergrund passen, so ein Steinzimmer. Aber das gegen Obsidian hat er bestimmt auch nichts. Klick, 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 klick. Nein, nimm mal das hier noch mit. Oh shit! Jetzt bin ich schon wieder in irgendeine Richtung gedasht. Wegen dem Schild. Ich muss diesen Magma-Stein. Was war das denn? Ich muss diesen Schild ablegen. Was war das denn? Magma-Stein ausrüstbar. Nahkampfangriffe fügen Feuerschaden hinzu.
Höhlenfledermaus-Banner. Mann, Mann, Mann! Jetzt dachte ich wirklich, ich kipp da runter. So, dass hier keine Truhen sind, ist schade. Aber wenigstens eine ganze Menge schöne Fotos. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein Viech! Okay, diesmal komm hoch. Diesmal töte ich dich hier oben. Jawohl, verreck du Mistviech. Okay, hat nichts gedroppt. Lava, los, Höllenstein, her damit. So, hier kann es direkt abfließen, die Lava. Oh, ich habe jetzt echt schöne Sachen dabei. Ich habe wirklich schöne Sachen dabei. Hier Höllenschmetterling. Oh, süß. Ja, okay, das bleibt da liegen. So, das mal schön abfließen lassen. Ah, da nehme ich mir noch ein bisschen mehr von mit. Jetzt habe ich echt ein paar schöne Sachen dabei. Nahkampfangriffe fügen Feuerschaden zu. Das ist, wobei Nahkampfangriffe ist eigentlich auch die Albtraumspitzhacke. Oh ja, Achtung, da kriege ich Schaden auf den Dingern. Ich muss aber erstmal. Au, 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 okay. Mein Gott, wie viele Viecher sind hier denn? Jetzt wollen sie mich. Mein Gott, wie viele Viecher. Okay, die warten alle richtig auf mich. Ja, ich gehe auch gleich mal hoch. Zum einen ist das Inventar gleich voll. Und zum anderen. Oh. Hier unten ist ganz schön Nervenaufwand, ich sag's euch. Ich hätte die aus Obsidian Barren kann ich irgend so ein Ding, oder Obsidian normalem kann ich irgend so ein Ding bauen, wodurch ich keinen Schaden mehr krieg von Feuerblöcken. Also gegen diesen Schaden, wenn ich auf Höllenstein draufstehe, kann ich schon was machen. So, das erstmal ablaufen lassen. Ah, das ist richtig schön viel Höllenstein. Jetzt habe ich 80 insgesamt. Da geht aber noch mehr. Wenn ein einziger Höllsteinbarren, wie auch immer man den herstellt, ich glaube, dafür brauche ich ja auch dann Obsidian. Wenn da einer irgendwie so 6 Stück oder so kostet, dann kriege ich gerade mal, keine Ahnung, 15 Barren oder so hin. Und 15 Barren ist nicht mal ein einziges Ausrüstungsteil. Nur denn da bitte? Da hat doch gerade irgendein Viech geknurrt, oder bin ich blöd? Okay, Moment mal. Ich brauche einen Weg für die Lava, dass die ablaufen kann. Zum einen will ich das hier haben. So, die Lava fließt mal nach da unten ab. Oh, geht bloß weg. Diese blöden Schleime machen auch Lava, wenn sie sterben. Nur aufpassen hier. Ja, der Flinks schnappt sich den schon. Höllenstein, Höllenstein, Höllenstein. Ich hab das dumpfe Gefühl, das ist immer noch viel zu wenig, was ich hier in Höllenstein habe. Um überhaupt irgendwas Interessantes daraus machen zu können. Deswegen mehr mitnehmen. Hier Höllenstein, da Höllenstein, da Höllenstein. Bin so gespannt, was ich daraus herstellen kann. Hoffentlich Rüstung. Ich brauche immer noch irgendwas mit mehr Rüstungsschutz. Das, was ich hier momentan anhab, sieht zwar cool aus, aber das hat nicht so viel Rüstungsschutz. Hier Meteorhelm. Erhöhter Magieschaden, Set-Bonus, Weltraumpistole kostet 0 Mana. Also für die Weltraumpistole ist das schon cool, aber. Flinks, ich bin so froh, dass du davon keinen Schaden kriegst. Dass du überhaupt unsterblich bist. So, erstmal wieder Aktion, unsere Hölle soll sicherer werden.
Ja, genug Blöcke habe ich noch. So, okay. Meine HP sind auch wieder voll. Noch läuft es ganz gut. Ich könnte theoretisch das hier mal stacken und... Ich könnte eigentlich das Spiegelei essen. Mein Buff ist weg. Wisst ihr was? Ich esse das Spiegelei. Zack. So. Und dann, der Grabstein kann eigentlich auch mal weg. Das brauche ich eigentlich auch alles nicht mehr. Aber den Rest würde ich gern behalten. Außer die Spinnennetze, die brauche ich auch nicht. Ja, Höllenstein, weil ich bleibe hier noch so lange unten, wie es geht. Oh nein, 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 du machst ja alles voller Lava, geh weg. Was ist denn das für ein Blödsinn? Puh. Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Okay, schön, schön, schön. Höllenstein geht voran. 120. Das ist, ich bin zufrieden. Höllenstein geht voran. Was die Aktion Unsere Hölle soll sicherer werden angeht, müsste ich mich aber eigentlich auch noch um das hier kümmern. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, Wurm. Au, 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 au. Ja, verrecke, du Mistviech. Dass dieser Zauberstab ist da das absolute Nonplusultra gegen die Viecher. Weil der Zauberstab die gleich dreimal auf einmal oder 10 oder 20 Mal auf einmal trifft. So. Komm ich da unten noch dran? Ja, komm ich. So, weg mit dir. Also die Erkundung hier in der Hölle läuft um einiges besser, als ich das eigentlich befürchtet hatte. Oh, shit. Oh, 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 oh. Verrecke. Dankeschön. So, gib mir mal noch die Fackel. So, und jetzt hier erstmal zumachen. Oh, so, das nächste Lava-Ding ist erledigt. Und trifft mich schon mal nicht mehr. Fließ hier mal ab. Ach ja, da kommt wieder Lava. Jetzt muss ich wieder 3 Jahre warten, bis die abgeflossen ist jetzt. Halt. 3 Jahre oder eine Sekunde. Ah, schön. Okay, das ist auch erledigt. Das hier kann mal ein bisschen aufgemacht werden. So. Wenn ich es hier mal schaffen würde, Wasser runterzuleiten. Oh, hallo. Ja, kommst du noch mal? Ja, stirb. Manchmal droppen die manchmal gar kein Geld. Ha. Ja, ja, komm hoch. Okay, schön, schön. Ach, ich diese blöden Schleime. Daneben dran ist noch eine Höhle. Da will ich auf jeden Fall auch. Aber das heißt, eine Höhle halt so ein Gebäude. Wie sieht's denn aus? 148 Höllenstein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich sieht es ganz gut aus. So, fließ mal bitte ab. Bin so gespannt, was man daraus alles herstellen kann. Aus Höllenstein und Obsidian brauche ich. Aber ich sollte eigentlich alles haben. Um direkt ein paar Sachen herzustellen. So, jetzt. Schließen wir hier erstmal ab. Wenn die Lava mal weg ist, so.
Oh, eine Obsidian-Uhr. Ihr kriegt genau wie der Höll, wie der Weltenfresser, kriegt ihr dank dem Stab so aufs Maul. Okay, lass uns hier erstmal ausleuchten. Schon wieder wegen dem Schild durch die Gegend gedasht. Gefährlich, gefährlich. Okay, das Inventar sollte dann gleich voll sein. Also lange werden wir hier nicht mehr bleiben. Ja, okay, die Lava fließt jetzt da runter, aber die wird schon abfließen. Seht, da macht er mir gleich schön die ganzen Sachen da kaputt. Dann muss ich das nicht alles aufschlagen. Obsidian-Uhr, ah ja. Das ist jetzt allerdings ein bisschen blöd. Das ist jetzt allerdings wirklich ein bisschen sehr, sehr blöd. Ha! Oder auch nicht. Thema erkannt, Gefahr gebannt. Kann ich das nicht irgendwie auch absperren? Ja, genau so. So viele Höllenschmieden werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber... Lieber zu viel als zu wenig. So, hier gibt es noch ein bisschen Höllenstein. Langsam gehe ich aber wirklich nach oben. Ich gucke mir vielleicht noch das Gebäude da rechts von mir. Ja, genau, rechts von mir an. Kurze Rechts-Links-Schwäche. So, hallo Höllenschmiede. Wahrscheinlich kann man die auch gar nicht herstellen. Aber ich werde sowieso nur eine davon brauchen. Aber egal, am Platz soll es nicht scheitern. Ich habe extra meine ganzen... Ich habe extra meine ganzen Truhen hier sortiert, dass ich wieder Platz habe. Jetzt kann ich das ganze Zeug da schön reinhauen. Geh bloß weg. Die Erkundung hier läuft echt besser, als ich das eigentlich gedacht hatte. Ich hatte, was diese Hölle angeht, echt Bedenken. Aber diese Weltraumpistole ist... Boah. Boah. Klick, 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 klick. Ja, das ist ein größerer Gebäudekomplex, sehe ich gerade. Da rechts geht's noch um einiges weiter. Aber wenn ich das hier unten durch habe, hau ich ab. Okay, ich kriege hier gar keinen Schaden, gut zu wissen. Ich mache das aber trotzdem mal weg. Sieht gleich viel sicherer aus. Kann ich da mal durch? Was ist denn das da? Obsidian. Oh, schön. So, mehr Höllenstein. Ich meine, ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel ich für das Zeug brauche, was auch immer man da daraus herstellen kann. Shit, an die oberste Reihe komme ich nicht mehr dran. Egal, das passt schon. Das wird schon reichen jetzt, um an so Basic-Sachen ranzukommen. Und daraus irgendwas Interessantes machen zu können. Okay, schön. Keine Lava, die mir wehtut. Weil ich glaube, das ist immer noch zu wenig Lava, um als stehende Lava irgendwie zu gelten. Also das gilt anscheinend immer noch irgendwie als fließende Lava. Und die tut mir zum Glück nichts. So, an das Höllenstein könnte ich, wenn ich wollte, auch rankommen. Aber ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Boah, was man an dieser Höllensteinschmiede wohl alles für Sachen herstellen kann. Wahrscheinlich ist es gar kein Crafting-Material und ich wurde total getrollt und es ist genauso so wie die normale Schmiede. Ah ja, damit, her damit. 221. Ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Also ich meine,
wenn ich das jetzt umrechne, sind es vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht so 30, 40 Bachen. Ich weiß noch immer nicht genau, was man dafür braucht. Aber 30, 40 Bachen wäre zumindest schon mal das erste Rüstungsteil. Und dann muss ich hier nochmal runter journeyen und noch mehr mitnehmen. Hallo Dämon, der mich nicht kriegt. Da oben ist noch ein Banner. Moment, das Banner will ich haben. Hey. Boah, hör bloß auf zu grunzen. Das sind, glaube ich, die Dämonen, die das machen. Genau, da sind noch Banner. Vielleicht machen die dann Zusatzschaden gegen. Oder das sind wahrscheinlich nur ganz normale Banner. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Das bedeutet, Steuerung der Schwer ist bestimmt nützlich für irgendwas. Dreimal fliegen hier Eisblock weg damit. Zur Hölle fahren Banner was? Zur Hölle fahrenden Banner, Eier. Okay, mein Inventar ist voll. Alles einigermaßen, gelootet. Kannst du das mal lassen? Ich kann im Gegensatz zu dir nicht einfach durch Wände durchschießen. So, die Heiltränke hätte ich schon noch ganz gerne. So, noch ein bisschen Höllenstein vielleicht. Ja, komm, eine Höllenschmiede, weil wieso sollte ich die nicht auch noch mitnehmen? Okay, Inventar ist einigermaßen voll. Auch dieses Haus ist einigermaßen ausgelootet. Ich würde sagen, wir teleportieren uns zurück nach oben. Oder was meint ihr? Ich glaube, ich teleportiere mich jetzt nach oben. Puh. So. Ja, das Höllenstein könnt ihr noch kurz mitnehmen. Die Tür auch. So, jetzt fließt das hier ab. Ja, da komme ich nicht mehr dran. Ja, wobei, da unten ist noch ein bisschen Höllenstein, ist nämlich auch noch gut. Hier ist sowieso gleich wieder alles voller Lava. Ja, her damit. Okay, wisst ihr was, das ist genug, zack, weg. Sonst komme ich hier, ach, ich bin so froh, wieder oben zu sein, sonst komme ich damit nie zurecht. Alles klar, die Expedition nach unten war wirklich erfolgreich. Mein Buff wäre auch gerade ausgelaufen, aber es lief ganz gut. Es lief ganz gut. Ich habe eine ganze Menge neues Zeug mitgenommen. Das werde ich alles einsortieren in der nächsten Runde. Werde mir die Höllenschmiede anschauen. Werde schauen, was ich aus diesem Höllenstein herstellen kann. Und dann schaue ich mal. Dann baue ich auch das Dach noch zu Ende vielleicht. Und dann können wir hier schön wohnen und wir haben echt schöne Sachen. Den Raum könnte ich auch mal zu einem großen Crafting-Raum vielleicht umbauen. Ah, es ist noch ein Handelsreisender angekommen. Den schauen wir uns noch schnell an. Dazu muss ich aber erstmal das Dach fertig haben. Teufelshörner, Mode-Item, ausrüstbar. Ah ja, eine Stoppuhr. Überwältigender Nektar, beschwört ein. Das ist, glaube ich, für Pets. Also der fliegende Haifisch und sowas. Wasserpistole. Mittlere Verbesserung brauche ich jetzt nicht mehr so häufig. Ein Platin habe ich sowieso nicht. Ich könnte mir die Teufelshörner kaufen. Ich habe aber keinen Platz mehr im Inventar. Ja, ich verkaufe mir das Dynamit und kaufe mir dafür die Teufelshörner. Alles klar. So, in der nächsten Runde werde ich das Zeug einsortieren. Dann schauen wir mal, was wir daraus herstellen können und ich bin gespannt. Mal schauen. Ich bin gespannt, was ich daraus so herstellen kann. Jetzt ist aber erstmal Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal. Die nächsten Boss und so kommen, aber jetzt will ich wissen, was ich da bauen kann. Also, bis zum nächsten Mal.